Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, ich habe Angst vor diesem Video, wirklich, das kann ich nicht anders sagen, denn in diesem Video wird viel passieren. Wir werden einmal gucken, wie es Luna jetzt mittlerweile geht, nachdem sie im letzten Part ja den Brief von Noam bekommen hat, dass er ihr leiblicher Vater ist. Ja, was das mit so einem Teenager macht, will ich gar nicht wissen. Naja, und außerdem steht ja auch noch die Aussprache zwischen Stella und Andrew an. Und dann habt ihr euch natürlich auch noch das Umstyling für Stella gewünscht, was wir hoffentlich in diesem Part machen werden. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir dafür noch Zeit haben, nach den ganzen Sachen, die wir sowieso schon vorhaben. Aber das ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir das auf jeden Fall machen, weil euch das ja auch so sehr am Herzen liegt. Mir ist es ja auch immer sehr wichtig, dass ich auf eure Wünsche eingehe. Genau. Deswegen, wir starten jetzt direkt mal in den Part, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Und sehen hier vor uns, ja, die arme Luna. Ja, wie gesagt, Luna hat ja im letzten Part erfahren, dass Noam ihr Vater ist, was für sie natürlich jetzt irgendwie ihre ganze Welt ins Wanken bringt, weil sie ja die ganze Zeit davon ausgegangen ist, dass Andrew und Stella ihre Eltern sind. Ja, sie ist so in dem Glauben aufgewachsen, dass das ihre glückliche Familie hier ist. Und naja, jetzt hat sie erfahren, dass das halt alles immer nur eine Lüge gewesen ist. Ich meine, Stella ist ihre Mutter, das ist ja schon mal etwas, also dass sie da nicht komplett belogen wurde und irgendwie adoptiert wurde oder so. Das ist nicht der Fall, aber sie hat ja, Andrew die ganze Zeit als ihren Vater gehalten, für ihren Vater gehalten. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss gestehen, ich habe wirklich lange, lange darüber nachgedacht, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen. Ich habe aber, wie sollte es auch anders sein, einen richtig genialen Kommentar bekommen. Und zwar stand da drin, dass Stella und Noam sich ja im letzten Part gestritten hatten. Und ich konnte mir das ja überhaupt nicht erklären, warum die das getan haben. So, ich drücke jetzt erstmal hier auf Play, damit wir, ja, mal irgendwie hier auch ein bisschen was sehen. Naja, auf jeden Fall konnte ich mir das ja überhaupt nicht erklären, warum die beiden gestritten haben. Und ihr hattet dann die Überlegung, dass das vielleicht daran gelegen haben könnte, dass, sorry, jetzt hat es gerade an der Tür geklingelt, ich hoffe, ich bin jetzt nicht ganz raus. Auf jeden Fall hattet ihr eine richtig geniale Beobachtung gemacht. Im letzten Part haben Stella und Noam sich ja gestritten und ich hatte so absolut überhaupt gar keine Ahnung, warum das war. Und es kann ja durchaus sein, dass Noam Stella gesagt hat, dass er es Luna jetzt sagen wird und dass Stella damit halt überhaupt nicht einverstanden war, weil Luna natürlich jetzt momentan durch die Fast-Trennung ihrer Eltern ja sowieso schon genug um die Ohren hat und dass sie da jetzt auch nicht noch so eine Information irgendwie verkraften kann. Aber dass Noam eben jetzt nicht mehr warten will und wird. Ihr hattet allerdings auch gesagt, dass Luna höchstwahrscheinlich ja ein eher eine rationale Person ist und deswegen jetzt nicht emotionsgeladen zu Stella rennen wird und sagen wird, also dass sie sie dann halt irgendwie anschreien wird oder so. Diese Beobachtung teile ich auch und ich denke auch, dass Luna das nicht tun wird. Ich glaube auch, dass sie wirklich jetzt erstmal für sich darüber nachdenken wird. Ich weiß, es wird jetzt erstmal ein bisschen viel Blabla. Aber auf jeden Fall hattet ihr die Überlegung, dass ja, dadurch Stella natürlich das Ganze jetzt schon weiß. Also sie weiß, dass Luna eben weiß, dass Noam ihr Vater ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie jetzt versuchen wird, irgendwie mit ihrer Tochter darüber zu sprechen und ihr alles zu erklären. Und Leute, könnt ihr mal bitte stehen bleiben? Aber Luna wird dann eben sagen, dass sie jetzt erstmal Schule hat und dass sie jetzt gerade nicht darüber sprechen will und dass ihr das jetzt momentan alles zu viel ist und dass Stella sie jetzt erstmal in Ruhe lassen soll. Und ich glaube, Stella, ja, sie geht auch gerade schon weg, Stella wird das mit Sicherheit berücksichtigen, wird das ernst nehmen und wird dann sagen, ja, Luna, nimm dir die Zeit, die du brauchst, aber sei dir sicher, dass sobald du soweit bist, dann bitte komm auf mich zu, wir werden darüber sprechen, ich werde dir alles erklären und nur bitte tu mir den Gefallen und komm bitte auch auf mich zu, wenn du das Gefühl hast, dass es richtig so ist für dich. Und mach das jetzt nicht nur mit dir selbst aus. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Und ja, Luna wird dann eben sagen, ja, ja, ich mach das schon. Ja, und ich glaube, Luna wird heute das erste Mal ohne Hausaufgaben in die Schule gehen. Ja, weil sie natürlich gestern jetzt nicht mehr den Kopf dazu hatte, ihre Hausaufgaben zu machen. Ja, aber Leute, was wir in diesem Part ja auch machen. Jetzt erstmal fernab von Luna. Luna wird jetzt zur Schule gehen. Luna, warum gehst du eigentlich nicht zur Schule? Okay, offensichtlich hat Luna heute noch keine Schule. Denn ich kann sie jetzt gerade auch nicht in die Schule schicken. Dann hat sie wahrscheinlich heute einfach noch keine Schule, schätze ich mal, oder? Weil sie ist jetzt auch gerade nicht auf dem Weg dahin. Gut, Luna, dann kannst du ja vielleicht doch mal deine Hausaufgaben machen. Aber da wird Stella eben jetzt sagen, ja, Luna, ich lass dir jetzt mal ein bisschen Zeit. Ich muss sowieso mit Andrew noch sprechen und das werde ich jetzt gleich dann mal alleine tun. Und dann wird sie eben, ja, zu Andrew reisen und mit ihm dann das Gespräch führen, vor dem ich mich so lange schon drücke. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Hm. Oh, okay. Leute, mir fällt gerade noch was ein. Ich habe euch ja noch etwas noch gar nicht erzählt. Andrew hat angebaut. Tada! Es ist jetzt ein neues Haus hier. Natürlich ist das jetzt nicht alles an einem Tag entstanden. Gracie hatte sowieso vor, das Ganze hier zu erweitern und wollte das Ganze eigentlich als Ferienhaus bauen. Und jetzt, wo Andrew dann eben wieder zu ihr gezogen ist, hat sich das natürlich sehr angeboten, dass Andrew dann in dieses eigentlich als Ferienhaus gedachte Haus zieht. Ich zeige euch das gleich mal von innen. Ja. Andrew wird dann eben dort einziehen können und das Gute ist, wir werden auch, wenn
die beiden sich jetzt trennen, das wissen wir ja noch nicht, könnte Elio auch durchaus gut bei Andrew leben. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz das Haus, was ich hier gebaut habe für Andrew. Es ist natürlich jetzt relativ klein, weil wie gesagt, es ist als Ferienhaus gedacht worden. Leute, ich muss das ja irgendwie ein bisschen logisch erklären können, warum jetzt hier auf einmal ein zweites Haus steht, ne? Ja, Eingangsbereich wirklich, wie gesagt, sehr, sehr klein. Gerade mal Platz, um Schuhe auszuziehen und so weiter. Dann haben die hier eine, ja, schöne Landhausküche mit einem Kamin und einem Sofa und einem Fernseher. Und dann hier noch ein Badezimmer für unten und dann ist oben auch noch ein Badezimmer. Das hier wird das, ja, Zimmer von Andrew dann eben sein. Ich habe seine Möbel hier alle aus diesem Zimmer rausgenommen. Da können wir uns noch überlegen, was wir damit machen. Vielleicht, ach, er spielt wieder Schach. Sollte es auch anders sein. Wir kennen Andrew, glaube ich, nicht anders, seit er hier wohnt. Das hier könnte vielleicht dann Christinas Zimmer werden, also das Zimmer von Gracies Tochter. Dann hat sie ein bisschen größeres Zimmer als das hier. Ja, und dann habe ich hier schon mal ein Babybett hingestellt, weil Andrew und Lorena wollen ja unbedingt, wir wissen es ja noch nicht. Ich habe es auf jeden Fall nur schon mal hingestellt, damit es dann eben nicht in der Luft rumfliegt. Und das ist dann hier Elios Zimmer. Natürlich total voll geklatscht mit allem Möglichen, weil Andrew natürlich seinem Sohn nur das Beste bieten will, wenn er dann bei ihm ist. Und natürlich soll es ihm nicht an nichts fehlen, wenn er dann eben bei Andrew zu Besuch ist. Ich denke, dass die beiden sich das Sorgerecht teilen werden und deswegen Elio dann sowohl hier als auch bei Stella leben wird. Aber ja, das Ganze gucken wir uns dann noch an. Wenn es dann überhaupt zur Trennung kommt, das wissen wir ja noch nicht. Okay, Stella, dann geh mal zu Andrew hin, weil es ist leider jetzt soweit. Es ist leider jetzt soweit, dass ihr darüber sprechen müsst, was ihr tun sollt. Oh, ein sehr persönliches Gespräch. Das passt. Führt mal ein sehr persönliches Gespräch und dann wird Stella jetzt eben sagen, also sie wird natürlich vorher eben eine Nachricht geschrieben haben, hör mal Andrew, ich komme jetzt vorbei. Wir beide müssen mal reden, es ist jetzt so langsam soweit, dass wir mal darüber sprechen sollten, wie es weitergehen soll. Und ja, sie küsst ihn erstmal auf die Wange. Dann wird sie erstmal fragen, Andrew, wie geht's dir denn jetzt so hier? Wie hast du jetzt die Zeit so empfunden, jetzt wo du alleine hier warst bei Gracie? Geht's dir gut? Und Andrew wird dann sagen, ja, mir geht's richtig gut. Ich hatte auch Zeit, mir mal so ein bisschen Gedanken zu machen und Stella, ich will dich, also das Letzte, was ich will, ist dich verletzen, aber ich glaube wirklich, dass es das Beste ist, wenn wir beide getrennte Wege gehen und dann wird Stella sagen, ja, Andrew, es tut mir wirklich unfassbar leid und ich habe die Zeit mit dir wirklich unglaublich genossen und Andrew, steh jetzt bitte nicht auf. Oh, Andrew muss zur Arbeit. Nein, Andrew, nein, du kannst jetzt nicht arbeiten gehen. Zurücksetzen. So, du bleibst hier. Können wir ihn so am Arbeiten hindern? Geht das? Er steht jetzt hier unten. Ich hoffe, dass er jetzt nicht zur Arbeit geht, weil er muss jetzt heute einfach mal einen Urlaubstag nehmen. Das ist wichtig, dass ihr das beide erklärt heute. Okay, ich glaube, er bleibt da. Jetzt müssen die nur hier unten das Gespräch weiterführen. Ja, genau. Auf jeden Fall werden die beiden dann festgestellt haben, dass es doch tatsächlich wahrscheinlich wirklich das Beste ist, wenn die beiden getrennte Wege gehen. Dass es einfach keine Zukunft mehr hat. Und ich denke wirklich, da wart ihr euch auch einig, dass die beiden das wirklich einvernehmlich so entscheiden werden. Dass sie jetzt ohne großes Riesendrama auseinandergehen. Ich weiß, ich bin ein Drama-Fan normalerweise. Aber ich sehe das bei Stella und Andrew wirklich nicht, dass die jetzt mit großem Drama hier auseinandergehen. Ich denke wirklich, also Andrew hat sich ja in Lorena verliebt und ja, Stella hat Andrew schon lange nicht mehr so geliebt, wie es einmal war oder wie es wahrscheinlich noch nie so richtig war, aber okay, und Stella ist jetzt auch gerade traurig, weil sie sich jetzt gerade daran erinnert, ja, was Andrew getan hat, dass er sich eben in Lorena verliebt hat. Das verletzt sie tatsächlich auch und ihn offensichtlich auch ein bisschen, weil er sieht gerade auch alles andere als glücklich aus. Aber nichtsdestotrotz, Leute, ich denke, wie gesagt, ihr habt mir das ja auch geschrieben, dass ihr das auch so seht. Oh, jetzt sind die beiden auch noch gute Freunde geworden, aber das sehe ich tatsächlich auch so. Also ich glaube wirklich, dass die beiden echt langfristig gute Freunde werden können. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass Andrew auch, wenn Stella jetzt irgendwie mal Hilfe braucht bei irgendwas auf der Farm, so wie es halt früher auch mal war, dass er dann trotzdem da ist und ihr helfen wird. Und auch wenn Lorena das vielleicht dann nicht so cool finden wird, weil Stella eben, ja, seine Ex-Frau ist, glaube ich trotzdem, dass Andrew auch dann für Stella noch da wäre. So, aber nichtsdestotrotz, Leute, wir werden jetzt diesen schweren Schritt gehen müssen und werden uns trennen. Ich weiß, ich habe jetzt gerade eben geguckt, ob man sich irgendwie freundlich scheiden lassen kann. Ich weiß, das geht wahrscheinlich auch gar nicht, aber ich finde es irgendwie schade, dass man das Ganze jetzt nur über die gemeine Aktion hier machen kann, dass die beiden sich jetzt nicht irgendwie einvernehmlich dafür entscheiden, dass es der beste Weg aus sich halt zu trennen. Deswegen werden wir das leider jetzt einmal schmerzhaft machen müssen, dass die beiden sich jetzt hier trennen und dann, ja, getrennte Wege gehen und ja, Andrews Leben dann weitergehen kann, genauso wie Stellas Leben und dass beide dann irgendwie... Ihr könnt mir aber schreiben, was ihr denkt, ob Andrew mit Lorena zusammen in das Haus einziehen wird, ob das bei ihm so schnell gehen wird, dass er über die ganze Sache hinweg ist dann.
Ella lässt sich von Andrew scheiden, ja. Oh nein, jetzt streiten sie sich doch ein bisschen. Ja, ich meine, klar, so ganz ohne Emotionen geht das natürlich nicht. Und ich glaube, die beiden erinnern sich jetzt auch so ein bisschen zurück an diese Zeit, in der sie eben wirklich in ihren Augen noch glücklich waren. Und natürlich ist das dann super, super traurig, wenn man dann so einen Schritt geht und dann eben sich scheiden lässt. Das ist natürlich furchtbar und natürlich macht das die beiden jetzt auch im ersten Moment erstmal traurig. Das ist ja ganz klar. Und die beiden waren sich ja auch wirklich mal sehr wichtig. Und ja, haben die beide wirklich nicht damit gerechnet, dass das Ganze dann so auseinander geht. Jetzt wollen die beide heulen gehen. Alles klar, ihr zwei. Aber Stella, du gehst nicht hier heulen. Ich guck mal gerade, was da für Emotionen jetzt dazu gekommen sind. Aber Leute, wie ihr seht, die Freundschaft ist immer noch da. Und das finde ich gut. Natürlich ist jetzt hier diese Beziehungsleiste rot. Das können wir vielleicht mit der Zeit auch, wird das, glaube ich, von sich aus auch besser. Aber dass wir das vielleicht irgendwann komplett ausklingen lassen und diese ganze Romantik irgendwann komplett weg ist. Okay, und Stella findet ihn wieder sehr unattraktiv. Krass, wann ist das denn passiert? Ich weiß nämlich noch, ganz am Anfang fand sie Andrew nämlich auch mal super unattraktiv. Dann ist er ja älter geworden, dann fand sie ihn, ich glaube, attraktiv. Und jetzt findet sie ihn wieder super unattraktiv. Ich weiß nicht, ob die Gefühle das Ganze auch ein bisschen mit beeinflussen. Ja, also Stella ist auf jeden Fall jetzt tief verletzt. Und Andrews Gefühl über Stella ist nur nachtragend wegen Scheidung, alles klar. Ja, Stella ist natürlich jetzt auch ein bisschen emotionaler, weil sie natürlich jetzt weiß, dass das Ganze jetzt ja mehr oder weniger an Lorena gescheitert ist, wobei Lorena eigentlich nur der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also so oder so wäre diese Beziehung nicht mehr glücklich geworden und deswegen ist es leider jetzt besser so, dass die beiden getrennte Wege gehen. Oh, das ist irgendwie doch sehr traurig. Ich hätte Stella wirklich gewünscht, dass sie glücklich wird, aber das wird sie sicherlich irgendwann auch noch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit mit ihr und ich glaube, Stella wird jetzt sich Rayna schnappen und wird versuchen, mit diesen Gefühlen so umzugehen. Wir müssen ja jetzt irgendwie, Leute, noch dieses Umstyling mit einflechten, was ihr euch gewünscht habt, ne? Deswegen werden wir das Ganze jetzt so machen, dass sie jetzt versucht, okay, das ist die falsche Stadt, dass sie jetzt versucht, mit diesen traurigen Gefühlen so umzugehen, dass sie erstmal shoppen gehen wird. Ich meine, das Ganze war ja jetzt keine Überraschung, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie zu Andrew gefahren ist und gedacht hat, boah, es wird jetzt alles wieder gut. Natürlich sind die Emotionen jetzt erstmal da, weil sie sich jetzt haben scheiden lassen, weil das Ganze jetzt endgültig ist und weil man es jetzt eben nicht mehr rückgängig machen kann. Und natürlich ist das dann erstmal traurig, aber wie gesagt, ich glaube, Stella wird jetzt erstmal so damit umgehen, dass sie dann jetzt eben mit Rayna eine Shoppingtour macht und sich erstmal ein neues Outfit, vielleicht eine neue Frisur oder so gönnt und ja, und dann hoffentlich so über diese traurigen Gefühle ein bisschen besser hinwegkommt. Und dann müssen wir uns ja noch überlegen, wie es mit Luda weitergeht. Aber erstmal wird Stella jetzt umgestylt. Oh, Rayna, siehst du schön aus. Habe ich dir das Outfit gegeben? Kann mich da gar nicht dran erinnern. Sie sieht richtig hübsch aus, oder? Das steht hier total gut. Das ist genau Raynas Stil. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wo wir jetzt hier sind. Gar keine Ahnung. Ich hoffe, dass es hier überhaupt, ja doch, also das ist alles wieder so ein bisschen traurig eingerichtet hier. Wir werden definitiv hier diese Shopping-Stadt mal ein bisschen umbauen müssen. Hier ist ja der Hochzeitsladen. Aber wir werden auch hier, denke ich mal, irgendwie ein schöneres Einkaufszentrum irgendwann mal platzieren. Vielleicht noch mit Nagelstudio oder so. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das vielleicht jetzt machen. Ich guck nur mal in der Galerie nach, Leute. Ich schaue nur mal nach, ja? Okay, also wir können dieses Grundstück nur über die Weltkarte bearbeiten. Das werden wir nicht jetzt tun. Das werden wir dann irgendwann mal machen. Ja, ich denke, ich werde das offscreen irgendwann mal machen. Aber wir werden uns jetzt leider erstmal mit diesem sehr traurigen Einkaufsladen begnügen müssen. Stella kann ja jetzt hier mal mit Rayna, oder beziehungsweise sie wird Rayna jetzt erstmal erzählen. Ja, was hier passiert ist, dass sie jetzt natürlich sich von Andrew hat scheiden lassen. Und das wird natürlich auch für Rayna jetzt keine, ja, komplett neue Info sein. Also sie wird ja, Rayna wird ja schon, oh, wir können sogar hier über dieses Erinnerungssystem, können wir die Trennung ankündigen. Ja, das wird Stella jetzt mal machen, dass sie dann Rayna erzählt, okay, es ist jetzt soweit. Andrew und ich haben uns entschieden. Ach stimmt, Rayna ist ja schwanger. Das haben wir ja im letzten Part erfahren. Das wird Rayna vielleicht Stella dann jetzt nachher, okay, Moment, da steht was. Schluss gemacht? Geht es dir gut, Stella? Ich dachte, ihr zwei seid bis beide Ohren ineinander verliebt. Nein, Rayna, das ist keine neue Info für dich. Ja, aber Rayna sieht ja immer irgendwie alles so optimistisch und hat vielleicht gedacht, dass das Ganze nochmal zu retten war und ist natürlich jetzt auch traurig darüber, dass dem dann wohl nicht so ist. Und ich glaube, Stella wird sich jetzt erstmal hier so ein bisschen Rat bei ihrer besten Freundin holen und ja, Rayna wird dann eben ja sagen, Stella, es tut mir unglaublich leid für dich, aber ich glaube wirklich, also wenn du dich jetzt dafür entschieden hast, hallo, Andrew. Andrew, warum? Warum rufst du dir jetzt an, um zu plaudern? Okay, vielleicht wird er eine Nachricht geschrieben haben, Stella, ich würde gerne nochmal mit dir reden, hast du gerade Zeit? Und Stella wird dann sagen, nee, ich bin gerade mit Rayna
unterwegs. Ich melde mich vielleicht später. Lass mich jetzt bitte erstmal in Ruhe, Andrew. Und ja, dann auflegen, weil nee, das machen wir jetzt gerade nicht. Andrew kann jetzt erstmal bleiben, wo er ist. Ja, genau. Auf jeden Fall wird sie dann jetzt mit Rayna darüber sprechen. Und Rayna wird dann eben sagen, du hast es dir ja sicherlich gut überlegt. Und Stella, es ist der bessere Weg so. Ich meine, es ist ja auch nicht gut, in einer Beziehung festzustecken, die euch beide langfristig nicht glücklich macht. Und wir werden jetzt das Beste daraus machen. Lass uns jetzt einen schönen Tag machen. Ich habe dir auch noch was zu erzählen. Etwas Schönes. Und ich weiß nicht, können wir Rayna sagen, dass sie Stella von der Schwangerschaft erzählen kann, soll? Okay, vielleicht weiß Rayna selber noch nicht von der Schwangerschaft, denn sie kann auf jeden Fall jetzt gerade zu dem Thema überhaupt nichts sagen. Aber Rayna kann Stella versuchen aufzumuntern. Und das wird sie jetzt einmal tun, weil das ist das, was Rayna auf jeden Fall tun wird. Sie wird jetzt sagen, dass es alles wieder gut wird, dass sie für sie da ist und dass egal was passiert, Rayna immer an ihrer Seite sein wird. Und okay, es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Aber Rayna hat ihr Bestes gegeben. Okay, ohne dass wir jetzt hier noch lange drumherum reden, werden wir uns jetzt mal die Zeit nehmen, für Stella ein schönes neues Outfit rauszusuchen. Die beiden werden jetzt hier mal in diese Einkaufsmeile gehen und werden dann eben hier mal für Stella ein schönes neues Outfit raussuchen. Und ja, genau, Stella wird sich jetzt mal hier so ein bisschen umschauen und dann werden wir ihr mal ein schönes neues Outfit verpassen. Ja, wie immer werde ich, wenn ihr das Umstyling nicht sehen wollt, sondern überspringen wollt zu dem Punkt, wo ich dann fertig bin mit Umstyling und ich so ein bisschen was erzähle zu den Klamotten, werde ich euch die Zeit einblenden, wo ihr das Ganze überspringen könnt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin fertig mit Stella und ich finde sie wunderschön. Also Leute, ich muss ein bisschen erklären dazu, damit ihr versteht, warum ich das eine oder andere getan habe. Also sie sieht natürlich jetzt nicht mehr so krass nach Landhausleben aus, ne? Also ich meine, sie hat immer noch ja, relativ funktionale Kleidung hier durch die Schuhe und so, das ist alles noch okay. Aber sie hat natürlich jetzt hier auch die Nägel ein bisschen länger, hat noch ein Armband und die Haare trägt sie jetzt auch ein bisschen länger und offen und so. Das ist natürlich jetzt alles nicht so praktisch, wenn man eine Farm hat. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Sonne wieder reinscheint. Das war nämlich im letzten Video, habe ich im Schnitt gemerkt, dass ich die ganze Zeit hier diese Balken vom Rollo im Gesicht hatte. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht, aber ich glaube, das ist hinten an der Wand. Ich mache es einfach vorsichtshalber mal runter. So, sicher ist sicher. Genau, auf jeden Fall. Aber sie ist ja jetzt wieder Single, Leute. Sie ist ja jetzt wieder Single und will natürlich auch ein bisschen ja, wieder mit ihren Reizen spielen, weil sie will ja auch nicht für immer Single bleiben. Deswegen hat sie jetzt doch wieder so ein bisschen ja, mehr so ihren Stil von früher zurück, wo sie ja doch eher auch so ein bisschen
Jugendlicher gekleidet war. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Sie hat auf jeden Fall jetzt wieder sehr schicke Sachen, finde ich. Und sehr, also ich habe ihre Abendkleidung tatsächlich nicht verändert. Die haben wir ja ohnehin noch nicht so oft gesehen. Hier ihre Sportkleidung hat sie jetzt deutlich kürzere Sachen. Sie wird, denke ich, jetzt auch in Zukunft wieder häufiger etwas Sport machen. Ich habe gesehen, dass sie ziemlich trainiert ist. Also das ist tatsächlich schon vorhanden. Ich weiß nicht warum, weil ich habe sie tatsächlich noch nicht trainieren lassen. Aber ja, können wir in Zukunft häufiger mal machen, dass sie dann ein bisschen trainieren geht. Dann hat sie hier einen neuen Schlafanzug. Also da kann sie ja auch tagsüber so chillige Klamotten auf jeden Fall, die gemütlich sind. Und ja, das ist ihr Party-Outfit. Und Leute, vielleicht gehen wir mit Stella ja auch einfach mal auf eine Party. Ich finde das irgendwie richtig cool, dass sie jetzt einfach so ihr Single-Leben noch so ein bisschen genießt. Es wird natürlich dann auch bald um Luna gehen, aber erstmal möchte ich noch so ein bisschen jetzt Stellas Leben noch spielen, bevor wir dann halt Lunas Leben so komplett in den Fokus stellen, wenn es dann eben mit Lunas Let's Play losgeht. Das dauert ja auch nicht mehr lange. So, auf jeden Fall, das hier ist jetzt ihre Badekleidung. Fand ich auch richtig süß mit diesen Punkten. Steht ja auch total gut. Das ist ihr heißes Wetteroutfit. Da habe ich ihr, glaube ich, genau da. Das hatte sie schon vorher. Das habe ich ihr gelassen. Dann hat sie das jetzt noch. Genau. Das hier und das. Und dann hat sie jetzt eine neue Jacke von mir bekommen, weil ich konnte das alte kalte Wetteroutfit wirklich nicht mehr sehen. Sie hat zwei kalte Wetteroutfits. Einmal das hier für draußen und einmal das hier für drinnen, wenn sie dann halt drinnen ist. Und da finde ich es immer doof, wenn ihr da mit Jacke rumlauft. So sieht Stella jetzt aus. Und Leute, hier können wir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich finde sie richtig, richtig schön. Sie sieht halt, sie ist einfach wunderschön. Und sie ist ja auch immer noch eine junge Erwachsene. Das darf man ja nicht vergessen. Sie hat ja so früh Luna bekommen. Sie ist ja jetzt, ich weiß nicht, vielleicht so Ende 20 oder so. Ja, wobei, nee, Luna ist jetzt zur Teenagerin geworden. Das heißt, Luna wird jetzt so 14 sein oder so. Sie hat sie mit 16 bekommen, also ist sie jetzt so 30. Vielleicht ist Luna auch 13 und sie ist halt Ende 20. Ja, auf jeden Fall ist sie ja immer noch ziemlich jung und deswegen ist das auch total in Ordnung. Also ich meine, man kann jederzeit natürlich so rumlaufen, wenn man das möchte. Aber zu Stella, finde ich, passt das jetzt auch immer noch richtig gut, weil sie halt auch einfach noch super jung ist. Ja, wie gesagt, schreibt mir sehr gerne, was ihr von ihr haltet. Ich liebe Stella. Sie wirklich total schön. Also Stella sieht natürlich immer noch super, super traurig aus, aber guckt euch mal bitte an, wie hübsch sie ist. Stella, so schön. Aber ich bin auch richtig froh, dass wir das Unstyling jetzt mal gemacht haben. Ich hoffe so sehr, dass es euch auch gefällt. Das ist ja jetzt doch ein ganz anderes, also ganz anderer Stil jetzt nicht, aber doch ein schon anderer Stil als das, was ich vorher hatte. Ist das Rainers Mutter hier? Nee. Okay, ich glaube, Rainers Mutter sieht nämlich ähnlich aus und Rainer quatscht hier die ganze Zeit mit ihr. Ich habe gerade gesehen, dass diese Person hier gerade reingekommen ist und ich wollte das eigentlich noch nicht alles so machen und euch das noch nicht alles sagen. Aber das hier ist Merida Shepherd. Und ja, wenn ihr jetzt aufmerksam seid, wisst ihr, der Name Shepherd gehört zu einer gewissen Familie. Und zwar Noams Familie. Ja, und Merida Shepherd ist eine Hexe. Ja, und was das Ganze jetzt mit Luna und ihrem Let's Play und so weiter zu tun hat, ich lasse euch da mal so ein bisschen überlegen. Einige von euch wissen es, weil ich es in den Kommentaren nämlich im letzten Part schon ja so ein bisschen mit euch zusammen überlegt habe, wie man das Ganze in die Wege leiten kann. Das ist auf jeden Fall die Tante von Noam. Also die Schwester von Noams Vater. Ja, aber Leute, mal gucken. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen, weil ich will noch nicht zu viel spoilern, was jetzt in Zukunft passiert. Stella versucht auf jeden Fall jetzt gerade hier auf Biegen und Brechen irgendwie gute Laune zu bekommen. Sie tanzt gerade mit der Schaufensterpuppe und versucht jetzt hier gerade so ein bisschen sich über ihre Gefühle hinweg zu trösten. Ich glaube, es hat ihr schon gut getan, jetzt mit Rainer shoppen zu gehen, aber natürlich geht es ihr nach so einer Scheidung immer noch nicht so gut, ne? Es ist ja völlig klar. Ich guck mal gerade, wer hier sonst noch so rumläuft. Vielleicht sind ja hier noch interessante Menschen, die wir schon länger nicht mehr gesehen haben, aber es scheint nicht so. Also ich würde ja gerne auch mit Elijah nochmal was unternehmen, aber ja, jetzt ist Stella ja gerade erstmal geschieden, ne? Lassen wir sie jetzt erstmal ein bisschen Single sein, lassen wir sie jetzt einfach erstmal so ein bisschen ihr Leben genießen und überhaupt erstmal wieder klarkommen. Ich glaube auch, dass das jetzt keine gute Idee wäre, dass sie jetzt sofort sich in die nächste Beziehung stürzt. Ja, Leute, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich habe schon wieder ziemlich lange aufgenommen. Ich hatte eigentlich noch einiges geplant für diesen Part. Okay, Leute. Also, wie gesagt, ich hatte jetzt eigentlich geplant, den Part zu beenden, aber ich habe jetzt gerade noch so ein bisschen Zeit und ich würde eigentlich ganz gerne noch Ava und Luis umstylen. Ich denke, das werde ich jetzt noch tun. Ich werde jetzt mal gerade auf Luna umswitchen, weil die müsste eigentlich jetzt wieder zu Hause sein. Stella lassen wir noch ein bisschen mit Rainer shoppen, damit die jetzt auch mal wieder auf ihr Leben klarkommt und ja.
Okay, Luna ist aus der Schule zurück und ganz offensichtlich geht's ihr wieder besser. Also Gott sei Dank, sie hat tatsächlich jetzt so ein bisschen über die ganze Sache nachdenken können und offensichtlich, ja, ist sie zu dem Schluss gekommen, dass sie irgendwie mit der Situation fertig werden wird. Sie hat mit Sicherheit mit Ava und Luis darüber gesprochen, die wir jetzt mal gerade, okay, wir la laden jetzt einfach mal Lunas Leseklub hier zum Abhängen ein. Wir werden wahrscheinlich eine komplett neue Gruppe gründen müssen mit Ava und Luis, wenn die beiden dann jetzt zu Teenagern werden. Wir werden nämlich jetzt die beiden altern lassen. Wir werden Ava und Luis altern lassen. Ich werde die beiden umstylen und danach den Part beenden. Das heißt, wenn ihr jetzt Umstylings und Ava und Luis und so weiter, also wenn ihr das alles nicht so interessant findet, dann ist das jetzt wahrscheinlich, ja, das, was jetzt in Zukunft kommt in diesem Part, noch nicht so spannend für euch. Aber für alle, die das interessiert und die dann gerne wissen wollen, wie die beiden nachher aussehen, ist natürlich jetzt ein sehr Umstyling-lastiger Part. Aber für gewöhnlich mögt ihr das ja sehr gerne. Aber wenn nicht, wie gesagt, dann ist jetzt der richtige Moment, diesen Part zu beenden für euch. Und dann könnt ihr euch im nächsten Part dann anschauen, wie die beiden aussehen. Oder ihr überspringt dann wieder das Umstyling an der angegebenen Ich muss jetzt nur die beiden gerade erstmal älter machen. Ich glaube, das geht hier irgendwo. Nein! Ich wollte nicht Luna älter lassen, älter werden lassen. Ah, okay. Ja, okay, Luna ist jetzt böse. Ich muss jetzt mal gerade mein Spiel laden. Okay, wir sind zurück. Stella ist zum Glück immer noch umgestylt. Ich habe nämlich nach ihrem Umstyling zum Glück gespeichert, sonst wäre Luna jetzt eine junge Erwachsene geworden. Das wäre nicht so cool. So, wir werden auf jeden Fall Ava und Luis einladen und das Ganze nochmal probieren. Ich werde die beiden dann im Creative Sim altern lassen. Ich hoffe, die beiden sind jetzt nicht in der Schule. Aber nee, okay, da kommt Luis und hat super schlechte Laune. Ich bin mal gespannt, was er hat. Wo ist Ava? Ava ist auch da. Okay, prima. Dann werde ich die beiden im Creative Sim altern lassen und werde die beiden jetzt auch noch umstylen und dann bin ich mit dem Part durch. Okay, Leute, ich habe gerade gesehen, dass ich vergessen habe, meine Facecam auszublenden. Yay, das ist immer wieder eine schöne Erkenntnis, wenn man sowas feststellt. Naja, dann wird jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich ein Herz oder sowas draufgeklebt haben. Ja, auf jeden Fall, das ist Luis und ich kriege, also ich bin gerade so überfordert gewesen, ihn umzustylen, weil er sieht,
speziell aus. Naja, also ich meine, das ist ja, ich finde die trotzdem cool, so seinen Charakter und so, aber es ist mir so schwer gefallen, ihm jetzt irgendwie Klamotten zu geben. Also er hat ja Foul schon als Merkmal gehabt, ja, und jetzt hat er noch Geek von mir bekommen, weil das ist unser Louis. Ach, Louis braucht doch noch eine Brille, ne? Ich glaube, der hatte immer eine Brille. Also es hat auch kein Skin an ihm gut ausgesehen. Es passt leider absolut kein Skin zu ihm. Wir müssen jetzt mal gerade gucken, welche Brille hier so irgendwie zu ihm passt. Ich weiß es nicht. Am besten nehmen wir direkt diese Brille hier. Ja, Luis. Ich glaube, wir nehmen hier so eine. Er kriegt jetzt einfach diese Brille und fertig. Okay. Ja, also das ist jetzt unser Luis, unser Geek, unser fauler Geek. Der Bruder von Ava. Und Ava ist so ziemlich das Gegenteil von Luis. Ava ist allerdings auch so ziemlich das Gegenteil von Luna, weil ich weiß nicht, Ava wird für mich so irgendwie diese impulsive, begeisterungsfähige, aber auch hitzköpfige eben Person sein, die so ziemlich das Gegenteil dann eben von Luna ist, weil Luna wird so total rational, total durchdacht und total überlegt in ihrem ganzen Handeln und so, und Ava wird dann halt so das komplette Gegenteil. Sie wird einfach total impulsiv, spontan handeln und so weiter, total aktiv, und ich meine, gut, Luna ist auch aktiv, sie mag, glaube ich, auch Sport. Aktiv hat sie zwar jetzt nicht als Merkmal, aber sie mag auf jeden Fall gerne Sport. Vielleicht werden die auch öfters mal irgendwie ins Fitnessstudio gehen oder so. Genau, Ava ist auf jeden Fall ein Vampir. Wir müssen jetzt noch irgendwie hier ein Bestreben für sie überlegen. Ich weiß nicht, vielleicht Meistervampire. Wir geben ihr das jetzt einfach. Wir werden es ja sowieso nicht erfüllen, weil wir ja mit ihr erstmal so nicht spielen werden. Ja, das ist auf jeden Fall Ava, und ich finde, Ava ist super, super schön. Also ich fand sie schon als Kind und als Teenagerin unfassbar schön. Als Kleinkind und als Kind fand ich sie auch schon wunderschön, und jetzt als Teenagerin toppt sie natürlich wieder alles. Sie ist, wie gesagt, etwas freizügiger von ihren Outfits. Sie ist, wie gesagt, so ziemlich das Gegenteil dann von Luna in allem so, und sie wird mit Sicherheit auch super gerne Party machen, und ja, das ist, also es ist natürlich alles sehr dunkel und ein bisschen schwarzlastig hier, was sie so anhat, aber ja, das ist unsere Ava, und ich, wie gesagt, ich freue mich unfassbar, dass sie jetzt irgendwie so Lunas beste Freundin wird, und ja, das wird eine ganz, ganz tolle Zeit, Leute. So, aber jetzt habe ich schon ganz schön lange aufgenommen, ihr wollt die Zeit nicht wissen. Schreibt mir wie immer sehr gerne eure Meinung, eure Ideen, eure Story-Vorschläge und so weiter in die Kommentare, ob das für euch jetzt so okay ist, wie ich das geregelt habe mit der Scheidung von Stella und Andrew, dass sie jetzt doch relativ emotionslos über die Bühne gegangen ist, dass das doch jetzt eine relativ rationale Entscheidung von beiden war und jetzt nicht mit viel Drama und so weiter daherkam. Aber ich hätte das irgendwie nicht richtig gefunden, wenn die beiden jetzt im Riesenstreit auseinandergegangen wären. Stella ist natürlich jetzt noch ein bisschen traurig, wird sie auch die nächsten Tage wahrscheinlich noch sein, aber ich denke, dass sie gut darüber hinwegkommt. Ihr könnt mir schreiben, was ihr denkt, wie Stellas Leben jetzt weitergeht. Wird sie erstmal glücklich Single sein? Wird sie sich direkt in die nächste Partnerschaft stürzen? Oder ja, all solche Dinge, wenn euch da irgendwas durch den Kopf geht. Wie gesagt, lasst mich das gerne wissen. Ich freue mich wie immer sehr, sehr auf eure Kommentare, die sind immer super, super hilfreich. Und ja, bis zum nächsten Video wünsche ich euch dann jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag, und wir sehen uns bis dann. Tschüss!